Auf über 150 Quadratmeter baue ich im Garten meiner Eltern Obst und Gemüse an. Beerensträuche, Obstbäume, Weinreben, ein 16 Meter langen Folientunnel, ein 18 Quadratmeter kleines Gewächshaus, einige Komposthaufen, 10 Hochbeete, einige Kübel und natürlich das ganz normale Freiland. Bei den ganzen steigenden Kosten in allen Lebensbereichen interessieren sich auch viel mehr Leute, ihr eigenes Obst und Gemüse anzubauen, sich selber versorgen zu können. Nun dürfte es für einige sehr interessant sein, was der Garten denn alles so abwirft und was ich auch dieses Jahr ernten konnte, was ich nicht ernten konnte und welche Schwierigkeiten und Herausforderungen ich in dem Jahr hatte. Mir sind auch leider zwei technische Fehler unterlaufen, wodurch halt dann auch die Aufnahmen, die ich unter das Jahr gemacht habe, dann auch zum Teil nicht mehr wiederherstellbar sind. Das eine Mal ist mein Rechner kaputt gegangen, da war gar nichts mehr zu retten, da musste ich mir einen neuen besorgen. Da gab es noch die ganzen Dateien, die konnte ich dann noch retten. Aber jetzt das Letzte, wo ich mir einen neuen Laptop geholt habe auf Windows 11 und da gibt es halt dann das neue OneDrive von Microsoft und da habe ich dann versehentlich die Daten dann hochgepackt. Das waren dann ungefähr 500 GB und ich hatte nur auf diesem Online-Speicher 5 GB, habe dann, keine Ahnung, versehentlich gelöscht oder beim Update ist das versehentlich weggekommen. Kann alles mal passieren und da konnte ich die Daten jetzt wieder nicht herstellen, habe jetzt das Bestmögliche draus versucht. Ja, ja, die Technik. Nichtsdestotrotz das Beste draus machen und das Jahr war ein bisschen gemischt vom Anbau her. Der Sommer war ziemlich gut, bis auf die ein, zwei Wochen Anfang August, werde ja noch später dazu kommen. Aber im Frühjahr gab es dann auch da jetzt zum Beispiel das Problem, dass ich hier einen Spätfrost hatte und sehr viele meiner Obstbäume deswegen nicht getragen habe. Sehr ärgerlich, weil hier einige der Ernte dann auch wieder ausgefallen ist. Nichtsdestotrotz versuche ich das dann doch immer ein bisschen zu kompensieren, weil ich halt sehr viel auf Mischkultur setze oder auch auf Unterbepflanzungen, zum Beispiel bei meinen Tomaten oder auch bei meinen Gurken. Da setze ich dann sehr gerne Petersilie, Basilikum, Kapuzinerkresse, Tagetes, die man ja auch beernten kann. Salatpflanzen gehören auch dazu, die mal zwischen den Paprika- und Auberginenpflanzen auch ihren Platz gefunden haben. Und das habe ich dann die ganze Zeit halt so weitergemacht, bis halt dann die Paprika oder die Auberginen zu groß geworden sind und sich dann eine Nachpflanzung dann nicht mehr gelohnt hat, weil der Salatkopf zu bedeckt gewesen wäre. Und das habe ich halt immer wieder gemacht, wenn Plätze frei geworden sind, gleich wieder was Neues gepflanzt, gleich immer wieder beispielsweise beim Salat, immer wenn der beerntet worden ist, gleich wieder ein von der Voranzucht wieder reingesetzt und gleich wieder neue Salatpflanzen ausgesät. Und der Salat ist auch eine Kultur, die ich gleich im Frühjahr beernten konnte, weil ich schon im Jahr davor in meinem Gewächshaus und auch in einem Folientunnel Winterkopfsalate ausgesät und ausgepflanzt hatte und die konnte ich dann im Frühjahr dann auch langsam ernten. Genau das gleiche wie mit Grünkohl, Rosenkohl und auch Feldsalat, die halt von den vorigen Jahren, also die ich halt im November, Oktober letzten Jahres ausgesät und ausgepflanzt habe, dass ich dann im Frühjahr ich dann die ersten Ernten auch dadurch machen konnte. Jetzt im November aktuell habe ich auch einige Grünkohlpflanzen gesetzt, also so gut, ich würde mal sagen 100 Pflanzen, wenn die auch richtig alle kommen, dann werde ich auch hier im nächsten Jahr wieder eine ordentliche Ernte auch haben. Feldsalat ist auch ausgesät und auch ordentliche Salatpflanzen, die auch wieder im Gewächshaus drin sind, damit ich auch wieder zu Weihnachten und zu Neujahr mich auf den eigenen Salat freuen kann. Im Winter ernten ist doch möglich. Interessant ist, dass ich dieses Jahr sehr wenig Probleme mit dem Kohlweißling hatte bei meinen Grünkohlpflanzen. Auch Schnecken waren jetzt nicht so aktiv. Dieses Jahr war auch sehr trocken. Es kam mir ziemlich recht, aber auch hier bei einigen Orten sehr auf Mischkultur gesetzt, dass ich halt hier beispielsweise den Geruch übertünche vom Grünkohl, damit halt der Kohlweißling irritiert ist. Und ich habe auch einige Wespen, die ich sehr begrüße in meinem Garten, die halt auch hier für ein Gleichgewicht mitsorgen. Salat konnte ich das ganze Jahr über ernten. Im
dieses Jahr im Frühjahr den Kopfsalat, den ich ja über den Winter durchgebracht habe, und dann auch gleich wieder die nächsten Salate rausgesetzt. Also beispielsweise ein Eichblattsalat, ein Kopfsalat für den Frühjahr und auch ein Pflücksalat. Das ist dann hier als Vorkultur in die Hochbeete gelangt. Da auch ein Hochbeet habe ich dann auch genutzt, um im Frühjahr die ersten Radieschen mit zu beernten. Bei den Radieschen war es halt dann so, im Herbst baue ich die eher weniger an und nutze halt mehr als Vorkultur im Frühjahr. Da habe ich da manchmal mehr was davon für meine Kunden. Und im Sommer tue ich da komplett aussetzen mit den Radieschen, weil man da mit dem Gießen immer hinterher sein muss und die auch sehr schnell schießen. Radieschen ist nicht so meine Hauptkultur, da setze ich da viel mehr auf den Salat, weil ich halt da von dem auch selber mehr essen kann. Im Sommer ist es sehr wichtig, weg von dem Kopfsalat zu kommen, weil der halt dazu neigt, in die Blüte zu gehen. Und von daher setze ich sehr gerne im Sommer auf den Batavia-Salat und den konnte ich dann auch bis Oktober, auch Anfang November beernten. Und ab dem Zeitpunkt jetzt so im Herbst setze ich dann wieder den Kopfsalat oder auch hier wieder den Eichblattsalat und dann auch die Wintersalate wie beispielsweise den Barkio oder einen speziellen Kopfsalat, der jetzt momentan bei mir im Folientunnel wächst. Im Hochbeet wiederum wachsen die klassischen Herbstsalate wie beispielsweise Zuckerhut und auch Endiviensalat, Radicchio auch, sind etwas bitter, mag ich jetzt nicht so gerne, sind dann überwiegend für meine Kunden gedacht. Interessant bei dem ganzen Anbau dieses Jahr vom Salat, dass die Schnecken sehr wenig Interesse an ihnen gezeigt hat. Ich mulche ja auch sehr viel, baue sehr gut den Boden auf und ich tue auch meine Küchenreste mit auf die Beete mit ausstreuen und dann gehen sie halt eher dorthin. Also dieses Jahr sehr erfreut gewesen, vor allem bei dem trockenen Sommer haben die ja eh keine Lust, dass ich sehr wenig Schnecken habe, beziehungsweise der Schneckenfraß an meinen Kulturpflanzen sehr gering ist. 1A. Dieses Jahr bin ich mit den Zwiebeln etwas anders vorgegangen. Zwar habe ich hier Steckzwiebel genommen und die gleich im Januar und Februar reingesetzt, damit die halt hier schon mit dem Grün austreiben, damit ich hier die Frühlingszwiebeln ernten kann. Das habe ich eigentlich die ganze Zeit immer gemacht. Immer wenn ich neue Frühlingszwiebel rausgezogen habe, habe ich gleich hier wieder eine neue Steckzwiebel rein, damit die hier die ganze Zeit wachsen können. Habe ich das ganze Jahr über durchgehend gemacht, auch im Sommer, sind auch im Herbst die ganze Zeit. Erntereif werden die Frühlingszwiebeln nach wenigen Wochen und ich kann auch wunderbar als Mischkulturpartner nutzen. Habe die dann überall bei mir in die Kisten mit rein. Momentan wächst zum Beispiel Frühlingszwiebeln und neben dem Grünkohl. Ich hatte sie auch unter den Zucchinis, wo sie noch klein waren. Auch neben dem Salat kann man alles wunderbar machen. Und bei den ganzen großen Gemüsezwiebeln, da habe ich dann halt ein paar einfach stecken lassen, damit ich halt hier bis zum Juli einfach ausreifen können, bevor sie halt in die Blüte gehen. Wenn sie in die Blüte gehen, einfach die Blüte vorher rausbrechen, damit da die ganze Kraft in die Knolle reingeht. Das gleiche auch bei dem Knoblauch. Dieses Jahr konnte ich hier auch einiges ernten. Hab die auch überall in die Mischkultur mit reingesetzt. Hauptanbau war dann hier wieder bei meinen Erdbeeren in die Zwischenreihen. Das ist einer der bekanntesten Mischkulturen, Erdbeeren und Knoblauch. Einfach aus dem Grund, dass halt der Knoblauch durch seine Stoffe Pilze fernhält und der Erdbeeren dann weniger anfälliger für Mehltau sind. Ich habe auch Knoblauch ein bisschen bei mir in einem Tunnel überwintern lassen, habe ich da auch ordentliche Knollen ernten können. Habe da auch einfach welche wachsen lassen, damit meine Tomaten zum Beispiel keine Braunfäule bekommen. Aber auch als Unterbepflanzung für die Gurken Knoblauch mit reingesetzt und konnte dieses Jahr auch einiges ernten und war auch sehr zufrieden damit. Auch wieder ein paar Knoblauchknollen zurückgelegt, damit ich hier wieder welche stecken kann, was ja auch bereits passiert ist. Auch wieder überall, wo halt Platz einfach ist für die Mischkultur. Dann schreiten wir weiter voran mit dem Jahr, April, Mai, Juni, wo auch dann hier die Rhabarberzeit ist. Wir haben jetzt hier bei mir im Garten meiner Eltern eine Pflanze, die gut 10 Jahre alt ist und auch immer noch ordentlich trägt. Arbeite auch hier sehr viel Bokashi ein, Laub, ganze organische Material, Pflanzenkohle, damit die auch hier genug Power hat, damit die auch wunderbare, schön dicke Stiele auch bekommt. Bis zum 24. Juni habe ich sie beerntet. Ab dem Zeitpunkt fängt dann auch an, dass die Oxalsäurengehalt des Rhabarbers viel zu hoch wird und dann halt auch hier gesundheitliche Probleme entstehen können. Und der Rhabarber soll auch nicht zu stark beerntet werden, damit er auch über den Herbst kommt. Der braucht dann noch ein paar Stiele, damit er auch hier genug Power hat, um über den Winter zu kommen. Die Rhabarberpflege wird dann noch ein bisschen Pferdemist mit dazukommen und ein ordentlicher Laubhaufen, damit er auch im Winter hier gut geschützt ist. Dann machen wir gleich weiter mit den Naschereien für die Kinder, und zwar mit den Beeren. Und die ersten Beeren, die ich bei mir im Garten ernten kann, sind die schwarzen Johannisbeeren. Und wir haben hier
insgesamt 4 Pflanzen und eine große, die halt schon seit wir hier eingezogen sind, vor mehr als 10 Jahren, hat mein Vater direkt eingepflanzt. Ist eine sehr große Pflanze, die auch sehr gut trägt, und die anderen habe ich vor gut 3, 4 Jahren, glaube ich, reingesetzt. Und eine Johannisbeerpflanze haben uns die Vögel im Vorgarten geschenkt. Die schwarzen Johannisbeeren unterscheiden sich ein bisschen von den roten und den weißen. Die tragen beispielsweise nur am einjährigen Holz, merkt man auch ein bisschen an der Färbung, und dementsprechend sollte man auch die schwarzen Johannisbeeren auch schneiden. Das heißt, alle älteren Gehölze einfach runterschneiden. Das ist eigentlich recht simpel im Vergleich zu den anderen, bei den schwarzen und den roten, wo die halt bei den 2-, 3-, 4- und 5-Jährigen tragen, wo halt der Schnitt ein bisschen anders da ist, weil du halt dann merken musst, welche Äste, Triebe, wie alt sind, damit halt du dir deine Ernte nicht kaputt schneidest. Schwarzen Johannisbeeren, gar kein Problem. Ziemlich einfach im Schnitt. Kommen wir jetzt nun zu meinen Lieblingsbeeren, und zwar den Himbeeren und auch die Erdbeeren. Sind einfach süß. Im Vergleich zu den Johannisbeeren mag ich viel lieber. Allerdings dieses Jahr war es halt dann so, die große Himbeere, die Hybride, die sowohl im Frühjahr als auch im Herbst trägt, die haben wir umgesetzt von der Garagenwand, weil da mein Vater nicht so Probleme mit meiner Nachbarin haben möchte, wenn halt dann die Triebe zu groß sind und die Früchte dann irgendwie an die Wand kommen und dann wieder neu gestrichen werden muss, wollte er verhindern. Deswegen haben wir die ja neben dem Folientunnel hingesetzt, umgepflanzt, und die musste sich ja auch erstmal etablieren und anwachsen. Von daher war halt hier auch die Ernte überschaubar. Und dann haben wir doch hinter den Hochbeeten haben wir Herbsthimbeeren, und die haben sich auch schon sehr gut etabliert, sind auch noch nicht ganz so alt, haben auch eine gute Ernte geworfen. Klein, aber fein, würde ich sagen. Bei den Erdbeeren genau das Gleiche. Letztes Jahr hatte ich immense Probleme mit der Trockenheit. Da sind mir einige Erdbeerpflanzen eingegangen. Mussten wir alle neu pflanzen. Und die sind halt noch recht jung und klein und haben auch dementsprechend nicht so eine große Ernte abgeworfen. Wird dann in den kommenden Jahren natürlich um einiges mehr werden. Wird auch hier schauen, dass die Pflanzen auch gut über den Trockenheit durchkommen. Und wird auch hier sehr viel mit der Bodenbearbeitung auch machen, also sehr viel organisches Material, Pflanzenkohle mit einarbeiten, damit die Pflanzen gut wachsen können und ich mich in den kommenden Jahren auf eine ordentliche Ernte freuen kann. Genauso überschaubar wie die 2 Zwergfelsenbirnen, die ich vor 5 Jahren reingesetzt habe, wird ja meist oftmals als Vogelbeeren bezeichnet, ist dem nicht so, schmecken leicht süß, haben so eine Marzipan-Konsistenz und kommt halt auch immer mehr ins Bewusstsein von den Leuten, dass man die auch setzen kann. Man kann auch eine große Felsenbirne reinsetzen. Empfehle ich zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Waldgarten etablieren möchte oder eine Streuobstwiese anlegt, dass halt zwischen seinen Obstbäumen, beispielsweise Apfel oder Zwetschgen, wo man eine Felsenbirne mit reinsetzt, einfach für die Mischkultur, damit die Schädlinge nicht so einfach von einem Baum zum anderen kommen, sondern dass einfach mal eine Felsenbirne dazwischen ist, wo die keine Ahnung haben, was sie da mit anfangen sollen. Und die Zwergfelsenbirne habe ich immer wieder mal was genascht. Zum Naschen zwischendurch ist es sehr gut, vor allem wenn ihr Kinder habt, aber sonst lasse ich die auch sehr gerne für die Vögel, die freuen sich da auch drüber. Kennst du diese Pflanze? Hat sehr große Blätter, Stiele können auch in unterschiedliche Farben auch haben. Kann man ähnlich zubereiten wie Spinat und ist mit der roten Beete verwandt. Genau, es ist der Mangold, und bei mir hat sich das jetzt schon so etabliert, dass er wild aufgeht, vor allem im Folientunnel, gerne in den Ecken, muss ich gar nichts mehr machen, sieht sich einfach aus und habe dann schon hier im Frühjahr wunderbare Pflanzen, die sehr schnell heranwachsen und ich die auch dann das ganze Jahr über bis jetzt in den November hinein regelmäßig beernten kann. Vor allem empfehle ich euch hier auf einen bunten Mangold zu setzen, weil nach meinen Erfahrungen hat besonders der rote Mangold bildet eine schöne Wurzel aus, genau wie die rote Beete halt nur nicht ganz so groß, aber dann habt ihr, wenn ihr die Pflanze dann komplett rausreißt, sowohl die Wurzel als auch die Blätter, aber auch hier wieder aufpassen, wenn die halt in die Blüte geht, dann bilden sich auch hier Antinährstoffe und Fraßschutz, die halt für euch nicht so optimal sind, sondern dann schmeckt der Mangold auch in der Regel gar nicht mehr. Viele Gärtner innen. Okay, war nur Spaß, das mache ich nicht nochmal. Viele Menschen im Garten sind ja ein großer Fan von der Kräuterspirale. Habe ich leider nicht. Ich nutze halt gerne die Kräuter wieder als Mischkulturpartner zur Unterbepflanzung von Bäumen in die Kübel rein oder auch als Unterbepflanzung, wie gesagt, für meine Gurken und Tomaten. Und zwar auch hier habe ich dann Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, Kapuzinerkresse, Tagetes angebaut. Die Petersilie war noch vom Vorjahr, da hat sie überwintert und konnte ich im Frühjahr noch ordentlich beernten. Und der Schnittlauch genau das gleiche, hat auch überwintert, konnte ich auch im Frühjahr sehr gut ernten, bis halt dann der Sommer halt gekommen ist, die sehr trocken war, übel, dann sehr schnell ausgetrocknet ist und ich auch nicht mehr jeden Tag hinterher gekommen bin, die halt regelmäßig zu gießen, hat sich dann auch irgendwann nicht mehr gelohnt. Von daher habe ich das auch
einfach vertrocknen lassen. Wahrscheinlich leben noch die Pflanzen, wenn sie halt noch genug Wasser bekommen. Mal schauen, ob sie halt nächstes Jahr wieder austreiben. Aber der Aufwand hat sich dann für mich nicht mehr gelohnt. Da werde ich mir einfach dann neue Pflanzen holen. Die Tagetes, die ich angebaut habe, war eine Gewürztagetes, die ich auch ernten konnte oder auch Tee daraus machen. Man kann auch vielleicht Kräutersalze aus ihr machen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch wieder als Mischkulturpartner genutzt, weil sie halt Nematoden anzieht und da hier Gifte ausströmt und dadurch die Nematoden verhindert werden. Das heißt, die Tagetes lockt hier die Nematoden an, damit sie halt nicht auf andere Pflanzen zum Beispiel gehen. Und ich nutze sie auch sehr gerne als Fraßschutz. Im Frühjahr habe ich sie sehr gerne bei meinen Zucchini reingesetzt, weil halt dann die Schnecken darauf gehen und nicht auf meine Zucchinis. Und die Zucchinis können sich dann hier sehr gut etablieren, damit die halt für die Schnecken uninteressant werden. Folientunnel auch genau das gleiche. Einfach zwischen die Tomaten und auch Paprika, Auberginen und auch Gurken und Melonen. Da geht es einfach mal reingesetzt, einfach für die Mischkultur. Gleiche auch hier für die Kapuzinerkresse. Da gehen auch sehr gerne die Blattläuse rüber oder andere Raupen von irgendwelchen Käfern, Schmetterling, was weiß ich was, die ja dann auch hier sehr gerne hingehen. Und ich habe Basilikum unter meine Gurkenpflanzen reingesetzt, weil halt die mit ihren ätherischen Ölen den Mehltau abwenden. Ich hocke hier gerade auf der Terrasse und das, was mir gerade Schatten spendet, sind unter anderem die Trauben und auch das Gerüst, wo halt dann die Bohnen bei mir rangerankt sind. Und zwar bauen wir jedes Jahr immer in den Hochbeetkästen die Feuerbohnen an. Und dieses Jahr habe ich es dann halt so gemacht, dass ich halt mehr aufs Saatgut nehmen gegangen bin. Das heißt, ich habe sehr viele Schoten auch einfach wachsen lassen. Ich habe neben den Standorten hier auch in den Kübeln als Mischkultur für meine Zucchinis oder auch Gurken auch einfach die Bohnen mit reingesetzt. Habe dann hier Tomatenstäbe zum Beispiel genommen bei den Hochbeeten oder auch bei den Kübeln, damit die hier halt gut ranken können. Einfach aus dem Grund, weil halt Bohnen zu den Leguminosen gehören und die Stickstoff in den Boden mit reinbringen. Und das heißt, dass halt hier Stickstoff für das Pflanzenwachstum für die Zucchini oder auch für die Gurken vorhanden sind. Und von daher eine sehr gute Synergie. Und was mich sehr erstaunt hat, ist, dass ich zwei Feuerbohnen bei mir in den Folientunnel mit reingesetzt habe und die durften ans Netz herumwachsen. Und das war monströs. Also die Pflanzen sind richtig groß geworden. Hab mich schon richtig gewundert, wie aus einer so einer kleinen Pflanze so ein fetter Busch werden konnte. Neben der Feuerbohne auch Buschbohnen reingesetzt, auch hier als Mischkulturpartner für die Tomaten. Einfach als Unterbepflanzung auch hier das gleiche Prinzip wie bei den Zucchini, damit halt hier der Stickstoff von der Luft in den Boden mit reingekommen ist. Habe jetzt da weniger auf den Anbau zur Ernte geachtet, sondern einfach damit sie halt den Boden hier verbessern. Also habe mich nicht zu stark auf die Buschbohnen fokussiert. Müsste ich mal vielleicht das nächste Jahr machen, dass ich ein Buschbohnenbeet mit anlege. Was denkt ihr, war die größte Enttäuschung dieses Jahr bei mir im Anbau? Gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt gibt es die Lösung. Und zwar waren es die Kartoffeln, war sehr enttäuschend. Ich habe sie auf 9 Quadratmeter angebaut und die Ernte war vielleicht 3-4 Kilo. Waren die bunten Kartoffeln, also der blaue Schwede und die rote Emali. Baue sehr gerne diese andersfarbigen Kartoffeln auch an. Und ja, ich glaube, das Jahr war nicht ganz so gut. Ich habe halt hier das Heubeet genutzt. War am Anfang auch ziemlich gut, die ganzen Tomaten sind auch gut ausgetrieben, aber ich glaube, der Sommer war einfach viel zu trocken, habe da auch nicht ausreichend gegossen. Und ich glaube, ein anderer Faktor ist, dass wir eine Boden-Erdwärmeheizung haben und von daher bei uns der Boden sehr lange braucht, bis er sich erwärmt, meistens 2-3 Wochen als bei den anderen. Und da ist dann das Problem, ich habe die ja schon im April rausgesetzt, mache ich eigentlich immer. Und das könnte dann vielleicht doch ein Faktor sein, warum die sehr lange brauchen, bis sie halt kommen. Könnte vielleicht ein Wachstumshemmer auch sein. Keine Ahnung, kann auch an dem Boden liegen, dass der noch nicht optimal aufgebaut ist. Braucht jetzt seine Zeit, war hier vorhin ein Hopfenfeld, ein ehemaliges. Und das war jetzt sehr lehmhaltig und sehr ausgelaugt. Und kann auch hier sein, dass der die Kartoffeln deshalb noch nicht gut so wachsen. Das heißt, ich werde hier jedes Jahr weiter den Boden mit weiter aufbereiten, aufbauen und gucken, dass auch hier alles regelmäßig befeuchtet ist, damit die Kartoffeln auch genug Wasser haben, damit sich hier auch schöne Knollen bilden. Vielleicht werde ich auch auf eine andere Sorte gehen, beispielsweise die Annabelle, die halt auch sehr ertragreich und große Knollen bildet und werde vielleicht mal die ausprobieren. Mal schauen, was im nächsten Jahr da alles rumkommt. Positiv am Kartoffelanbau war, dass ich Kartoffelkäfer auch bewusst einfach zugelassen habe, aber die richtig wenig waren, die überhaupt gar keinen Schaden auch verursacht haben. Und meistens wahrscheinlich die Wespen oder anderes Getier gekommen ist und da für Gleichgewicht gesorgt hat. Und Braunfäule konnte ich auch eigentlich so gut wie gar nicht feststellen, trotz den 2 Wochen verregneten Juli- und Augustwochen.
da auch überhaupt kein Problem mit ihnen gehabt. Was ich halt feststellen durfte, ist, dass es vielleicht im Boden so kleine Würmer auch gegeben hat, die halt ein paar Löcher reingefressen haben. Und vielleicht hat sich auch ab und zu meine Maus dran bedient. Neben den Beerensträucher habe ich noch Obstbäume gehabt, die den Spätfröstern nichts angehabt haben. Darunter die Kaki, wo die das erste Mal einige Früchte tragen konnte. Und da zur jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme hängen die immer noch am Baum, sind noch nicht reif. Mal schauen, wie viel ich da ernten konnte und wie sie überhaupt schmecken können. Den Kaki-Baum habe ich von der Baumumdrehschule Schreiber. Erstmal Grüße an der Stelle. Und Wein konnte ich dieses Jahr auch einiges ernten. Hab mir hier regelmäßig das einzig Wahre gemacht, einen Weintraubensaft. Das ist nämlich der Wein. Das ist nämlich das edle, der edle Tropfen, das edle Getränk. Hab hier immer meine Weintrauben genommen, habe hier verschiedene Sorten. Ich habe einmal Tafeltrauben und auch hier Weintrauben. Die Weintrauben sind ein bisschen größer. Habe hier eine weiße und eine schwarze Sorte. Und die Tafeltrauben auch mit Kernen natürlich. Etwas kleiner, auch hier in schwarz und russische Sorten. Die hat hier extra winterhart sind. Und dieses Jahr die Reben richtig groß. Die Weinreben werde ich dann im Frühjahr schneiden. Kommen wir zu den Kulturen, die es etwas wärmer mögen. Und da fangen wir gleich mit den Kulturen an, die ich schon im Januar begonnen habe mit der Vorzucht, und zwar Chilis, Paprika und Auberginen. Und da habe ich hier so eine kleine Mischung gemacht, also einige auch im Topf angesetzt und welche ins Gewächshaus und in den Folientunnel. Und da auch meine Erfahrungen in den Töpfen sind die um einiges besser gewachsen, einfach aus dem Grund, weil sie halt hier erstens nicht diese Bodenkühle auch haben und einfach der Topf sich viel schneller aufheizt. Die Vorzucht war für die ganzen Pflanzen überhaupt gar kein Problem gewesen bis zum April, weil da hat es dann angefangen, dass dann die Auberginen Spinnmilben bekommen haben. Dachte ich mir so, okay, gut, setzt sie einfach in den Folientunnel und ins Gewächshaus rein, bevor sie halt im Haus einfach kaputt gehen. Und ich glaube, das war halt ein enormer Fehler, dass ich ja die Paprika, die Chilis und Auberginen im Folientunnel und Gewächshaus zu früh rausgesetzt habe. Wie ich euch ja vorher erzählt habe, wir haben eine Boden-Erdwärmeheizung und die zieht ja die ganze Wärme aus dem Boden raus. Und die sind wärmeliebende Pflanzen, das heißt, die mögen keinen kalten Boden. Und genau das war das Problem, die haben einen Schock bekommen und haben Ewigkeiten gebraucht, bis sie überhaupt mal angefangen haben, Blüten zu bilden. Bei manchen war es erst August, wo ich mir dachte, okay, das wird dann schon nichts mehr. Und das hat mir dann auch einiges an der Ernte kaputt gemacht. Von daher immer drauf achten, nie hektisch werden, sich einfach auf jeden Fall die Zeit lassen und wenn es halt mal aus, auch im Gewächshaus oder im Folientunnel mal die Sachen auch erst im Mai raussetzen, bis halt der Boden richtig warm ist, damit die Kulturen keinen Schock bekommen, weil das ist das Schlimmste überhaupt. Du machst die ganze Vorarbeit und dann passiert es, dass du dann deine Pflanzen zu früh raussetzt, dann gehen sie vielleicht noch ganz kaputt mit dem Schock, alles ist verspätet und dann denkst du, hast du die ganze Zeit eigentlich auch umsonst gemacht, weil dann hättest du auch später mit der Vorzucht beginnen können, weil dann würden sogar diese Pflanzen die Pflanzen mit dem Schock überholen. Und da hatten wir ein bisschen die Kulturen in den Topf und in den Kübel dann eine kleine Ernte retten können. Aber nächstes Jahr werde ich es ganz anders machen, dass ich da auch ein bisschen geduldiger werde und halt gucke, dass halt im Haus nicht so schnell die Schädlinge auch kommen, damit ich auch hier eine ordentliche Ernte bekomme. Dieses Jahr nicht ganz so viel wie erwartet. Beim Paprika- und Chili-Anbau werde ich nächstes Jahr auch auf vieles umstellen. Das heißt, ich werde noch weniger Chilis anbauen. Hat mir jetzt auch dieses Jahr mit der Carolina Reaper den Spaß gemacht, um halt hier ein eigenes Pfefferspray zum Beispiel zu machen. Sonst mehr auf mittelscharfe Chilis gesetzt, weil die Kunden eher mögen, weil ganz scharf, wer möchte das überhaupt essen? Habt dann nicht genug Abnehmer oder hier viel mehr auf Paprika setzen. Einfach aus dem Grund weniger Chilis, weil die halt sich manchmal mit den Paprikas mit einkreuzen. Dann habe ich dann meine Paprika, die dann doch scharf ist, weil ich daraus das Saatgut genommen habe. Und da habe ich dann auch wieder so viele Probleme auch manchmal mit Kunden. Das ist auch ziemlich lustig, ist dann auch manchmal, weil sie ja dann doch eine scharfe Paprika bekommen. Oder ich denke, es wäre eine süße Paprika und beiße dann herzhaft in so eine rein. Und dann ist sie doch scharf und mein Mund auf einmal anfängt zu brennen. Bei den Paprikas dieses Jahr konnte ich eine gute Ernte schon ab August machen. August, September, Oktober. War da doch ziemlich zufrieden hinten raus, werde ich dann nächstes Jahr weiter ausbauen. Im Vergleich zur Kartoffel- und Auberginenernte hat mich die Kürbisernte nicht im Stich gelassen. Wie jedes Jahr die 58 Jahre alte Sorte GT Okunose auf den Komposthaufen raufgesetzt und 6 Pflanzen haben da ordentliche Früchte auch gegeben. So eine große Frucht, bis zu 5 Kilo schwer, kann man sich nicht beschweren. Ich glaube, ich habe insgesamt über 30 Kilo von den 6 Pflanzen ernten können. Bin damit sehr zufrieden, weil wenn ich die Pflanze einmal auf den Kompost raussetze, Schnecken haben sich dafür überhaupt nicht interessiert. Einmal reingesetzt, da ist auch regelmäßig Regen gekommen, hatten genug Wasser, konnten alles zuwuchern.
konnten hier ihre Früchte bilden, musste ich nicht pflegen, einmal reingesetzt und danach gewartet, bis halt ich hier ernten konnte. Kürbisse auf dem Kompost, einer der einfachsten Kulturen, hat mir auch mein Vater gleich am Anfang gesagt, setz die einfach auf den Kompost oder Misthaufen, musst du auch gar nichts mehr machen. Die werden auch nicht so schnell krank, weil halt da das Bodenleben gleich aktiv ist. Dann nehmen die ganzen Mikroorganismen mit auf, mit auch die ganzen Pilze, die hier unterstützen sind und die halt hier für ein Gleichgewicht sorgen, damit die nicht so schnell Mehltau bekommen. Der Gethokonosum ist halt für mich ein besonderer Kürbis, weil er so einen leichten Melonengeschmack hat. Dieses Jahr war auch mehr ein Kürbis als ein Melonenjahr. Und da war einfach folgende Faktoren ausschlaggebend. So Anfang Mai ist es dann nochmal zusätzlich kühl geworden, wo ich dann die Pflanzen nicht mehr raussetzen wollte, weil sie dann da wahrscheinlich einen Kälteschock bekommen haben. Und erst dann so Mitte Mai, Anfang Juni habe ich sie dann rausgesetzt. War dann auch sehr gut, den ganzen Juni und Juli hindurch, dass sie halt hier sehr gut anwachsen konnten, Früchte gebildet haben, bis halt dann diese zwei Wochen gekommen sind, wo es sehr verregnet war und dann auch sehr kühl geworden ist. Und das hat mir wirklich meine Melonenernte kaputt gemacht, weil da haben dann die Pflanzen stagniert. Einige sind eingegangen und die Früchte sind auch hinten raus nicht mehr so groß geworden. Von daher eine recht überschaubare Ernte, trotz alledem, dass ich sie halt in vier Hochbeete reingesetzt habe, einige Pflanzen, und auch hier einen Streifen, den rechten Außen, Melonen zugepflanzt habe, wo ich hier, ich glaube, gut 20 bis 25 Pflanzen reingesetzt habe. Schade darum, diese zwei Wochen waren dann doch entscheidend, dass es dann nicht so ein erfolgreiches Melonenjahr wird. Auch wenn ich Sorten nutze, die auf unsere Klimazone angepasst sind, frühe Sorten aus Russland, auch aus Polen, eines dabei aus Frankreich, die Honigmelonen, ja, hat es dann doch nicht ganz so viel gereicht, werde ich aber nächstes Jahr wieder probieren, weil durch meine Adern fließt Melonen. Zumindest im Sommer. Die ganzen unterschiedlichen Sorten findest du auch unten auf meiner Saatgutliste. Da auch mal gerne vorbeischauen. Jetzt kommen wir zu den Top 3 Gemüsekulturen, die mir am meisten Ernte beschert haben. Und zwar angefangen mit der Zucchini. Habe dieses Jahr wieder richtig viel angebaut. Sowohl im Freiland als auch im Kübel habe ich welche kultiviert. Habe da einen großen Mörtelkübel genommen mit über 100 Liter Fassungsvermögen. Baue ich sehr viel an, weil ich halt die zum Entsaften nutze, kann man auch wunderbar lagern, konnte auch bis zum Oktober hinweg meinen Zucchini-Saft machen. Kann man auch super einlagern, auch wenn sie größer werden. Lagern wie ein Kürbis, gehören ja zu der gleichen Familie. Und wenn ich das den Leuten erzähle, dass ich so viele Zucchini-Pflanzen habe, dann fassen sie sich mal selbst auf den Kopf und fragen sich, warum denn ich so viele Zucchinis anbaue, weil bei den meisten sind schon bei 2, 3 Pflanzen, haben sie schon mehr als genug, da können sie ja Zucchini den ganzen Sommer nicht mehr sehen. Ist bei mir wirklich ganz anders, also ich liebe Zucchini. Wie gesagt, Saft oder auch so essen, kann den ganzen Sommer auch davon essen, bekomme nie davon genug, von daher alles gar kein Problem. Kann man auch wunderbar an die Leute auch verkaufen, ist ja auch ein Hauptgrund, warum ich es auch mache. Aber Zucchini ist für mich eine wunderbare Kultur, ist sehr einfach und pflegeleicht, wie ich finde. Habe da auch die Mischkulturen mit den Bohnen auch gemacht. Immer nur gucken, dass sie halt genug Wärme haben, genug Mikroorganismen, Nährstoffe und Leben und auch genug Wasser, dann werden sie dir auch die ganze Zeit immer was geben. Und auch bei der Bestäubung musst du ein bisschen darauf achten, dass die auch optimal funktioniert. Aber sonst dieses Jahr meine Lieblingskulturen oder beziehungsweise meine Lieblings-Zucchini-Sorten war die weiße Zucchini, die hellgrüne gestreifte Zucchini. Ich glaube, das waren beide Sorten aus Italien. Und da merkt man wieder, die Italiener machen immer wunderbare Sorten, mag ich um einiges mehr. Problem ist halt, dass sie halt eine sehr dünne Haut haben und deshalb im Supermarkt nicht so ganz ansehnlich sind, weil wenn da mal ein leichter Kratzer reinkommt, das bekommst du mit dem Fingernagel sehr schnell hin. Wollen die Leute das nicht mehr kaufen, weil sie dann meinen, es fault vielleicht schneller, ist nicht mehr so lange haltbar. Verständlich, aber das sind halt wirklich schmackhafte Sorten, wie ich finde. Die haben eine leichte Süße, sind auch sehr zart, sehr saftig. Jetzt zu meinen 2 Lieblingsgemüsen, die ich im Garten anbaue. Welche sind deine? Schreib sie mir mal gerne unten in die Kommentare. Auf Platz Nummer 2 ist die Gurke. Bau wie jedes Jahr eigentlich immer welche im Folientunnel an. Habe dieses Jahr die vordere linke Seite vom Netz gehabt, wo ich sie anbaue. Da hatte ich auch gut 15 bis 20 Gurkenpflanzen. Und auch hier hinter mir waren sie früher dort. Kann man ja in älteren Videos von mir sehen, wo ich sie im Sommer aufgenommen habe. Da habe ich auch immer einige Gurkenpflanzen reingesetzt. Habe dieses Jahr sie nicht einfach wucheln lassen, sondern ich habe sie ausgegeizt und aufgeleitet. Das wollte ich einfach mal dieses Jahr probieren, weil ich sie sonst immer wild wuchern lassen habe. Und da war das Problem, dass ich nicht immer alle Gurkenfrüchte bemerkt habe. Und dann ist es dann passiert, dass sie dann
überreif geworden sind, also das heißt in die Samenbildung, und da ist dann das Problem, dass halt dann dadurch die Gurke absterben wird und keine neuen Blüten mehr bilden wird, und das heißt, dass halt hier die Produktion zum stockt und die Pflanze einfach ihre ganze Kraft in die Samenbildung schickt. Das wollte ich natürlich dieses Mal verhindern und habe sehr gute Erfahrungen auch einfach damit gemacht mit dem Ausgeizen, weil es einfach alles übersichtlicher ist, kannst alles schön ernten, ist auch alles schön luftig, das heißt, die bekommen nicht so schnell Pilzkrankheiten, und ich kann eine schöne Unterbepflanzung wie beispielsweise Kapuzinerkresse und Basilikum reinsetzen. Habe hier auf verschiedene Sorten gesetzt, auf also russische Einlegung, zum Beispiel die Derussie, die man auch super im Freiland setzen kann, die auch sehr kälterobust ist, aber natürlich auch lange Schlangengurken, wie zum Beispiel die Arola oder auch die chinesische Schlange, die ich bei mir in den Folientunnel überwiegend mit angebaut habe. Ich hatte dieses Jahr ein bisschen das Problem, dass halt hier die Triebe, der Haupttrieb immer vertrocknet ist und ich immer dann warten musste, bis sich halt dann Seitentriebe bildet, weil überwiegend bei den russischen Einlegegurken der Fall. Ich glaube, der Folientunnel war einfach viel zu heiß für sie oder allgemein der Sommer für eine gewisse Zeit. Als dann die Tage dann kühler wurden, zum Beispiel in der Augustperiode, wo es halt sehr regnerisch war, dann hat sich das alles gelegt, dann haben sie ganz normal ausgetrieben, und bei einer Stelle hatte ich zu viel Stickstoff, das heißt, dass die Gurken nur Blätter produziert haben und wenig Fruchtansatz gesetzt haben. Zur Gurkenpflege habe ich ein separates Video gemacht, werde ich auch hier oben in der Infobeschreibung mit verlinken. So, und der ganz klare Gewinner, wie auch jedes Jahr, die Hauptkultur von mir, die Tomaten. Einerseits, ich liebe einfach die Vielfalt von den Tomaten, kleine Cocktailtomaten, Falltomaten, Ochsenherzen, ganz normale Salattomaten, so Fleischtomaten wie die Ananastomaten, so monströs und richtig süß, trotz der 1 Kilo, die die Früchte erreichen können, in allen verschiedenen Farben, Formen. Das ist auch wirklich das, was bei mir am meisten auch weggeht. Und deshalb baue ich so viele Tomaten an. Ich glaube, über 100 Quadratmeter ging allein auch für den Tomatenanbau weg. Also eine Hälfte bei dem kleinen Gewächshaus und hier beim Folientunnel ungefähr 90 Quadratmeter. Und da konnte ich auch schon beim 16. Juli konnte ich schon meine erste Ernte machen, weil ich schon im April die Tomaten raussetze. Also sie ganz normal aufleiten, wie man es halt macht. Ausgeizen, unteren Blätter entfernen bis zur ersten Blüte. Also ich tue sie nie, wie viele das machen, nur 4 Blätter an der ganzen Pflanze lassen. Schaut für mich ein bisschen wie misshandelt aus, und dann lasse halt immer die Blätter da, damit die halt hier Photosynthese betreiben kann, damit die Früchte auch zuckersüß bleiben. Und habe halt hier immer eine Mischung gemacht aus vielen verschiedenen Cocktailtomaten und auch aus Fleischtomaten, immer so durchgehend. Und die Fleischtomaten sind bei mir so, weil halt sehr viele gefragt haben, die sind halt sehr wasserhaltig und sehr schmackhaft und süß, also weniger mit viel Fleisch oder zum Einkochen, weil darauf, die mag ich halt auch nicht, sondern halt immer diejenigen, die ich halt auch sehr gerne esse. Und das sind dann meistens wasserhaltige, süßliche, die halt sehr wenig Fleisch haben, oder wenn, dann sehr wasserhaltiges und süßes Fleisch. Einen kleinen Erntestopp gab es dann in den 2 Wochen, wo es dann sehr kühl war, so Anfang August. Und da hatte ich auch wirklich Schiss, dass dadurch dann die Braunfolle ins Gewächshaus kommt. Und ein paar Pflanzen haben es auch wirklich bekommen, die ja dann im Schatten von größeren Pflanzen waren. Die habe ich einfach stehen lassen, um einfach ein Experiment auch zu machen, ob sich die Braunfolle auch auf andere Pflanzen ausbreitet. Und siehe da, es ist nicht passiert. Als dann die Sonne rausgekommen ist und die Pflanzen dann wieder ihre optimalen Bedingungen hatten, gar kein Problem, hat sich überhaupt nicht ausgebreitet, der Pilz. Und ich habe die Tomaten, glaube ich, nur einmal im Monat wirklich gegossen. Aber auch hier geschaut, dass sie so gut trainiert werden, weil die Tomate eine Wüstenpflanze ist. Die Früchte werden süßer und so spare ich mir auch einfach Wasser, wenn ich sie jetzt schon dahingehend so gut trainiere. Meine Lieblingssorten: Ananas, Orange Russian, die ganzen Ochsenherzen, die ich bei mir habe, die Familiensorten und die Eva Sweet White und die Blush Tiger. Die ganzen Tomatenvielfalt findet ihr auch bei mir auf der Saatgutliste. Und das war es auch so ziemlich. Das war also das ganze Gartenjahr, was ich alles ernten konnte. Die ganze Zahl werde ich auch hier euch oben irgendwo einblenden. Und jetzt eine Frage an euch: Wie viel Fläche habt ihr zur Verfügung und wie viel habt ihr denn ungefähr draus rausnehmen können, beziehungsweise wie hoch war eure Ernte in Kilogramm? Wenn nicht, dann schätzt ihr einfach mal so Pi mal Daumen, wie viel es bei euch so ungefähr war. Und sonst könnt ihr ja nächstes Jahr mit mir wieder mitmachen und das auch mal selbst alles auf die Waage messen, auch wenn es ein bisschen Arbeit ist. Aber dann können wir im nächsten Jahr, könnt ihr es dann unten in die Kommentare schreiben, wie groß eure Fläche ist und wie viel ihr daraus ernten konntet. Sonst bedanke ich mich vielmals an euch, dass ihr mich auch dieses Jahr hinweg durch den Garten begleitet habt. YouTube-technisch war das für mich ein sehr erfolgreiches Jahr, wie ich finde. Die Videos kommen auch immer besser bei euch an und der Kanal und auch bei Telegram wächst alles stetig. Also vielen Dank dafür, dass ihr meine Videos schaut, auch kommentiert, mir
Kritik auch äußere, damit ich auch hier besser werde. Also vielen Dank dafür. In diesem Sinne werde ich auch hier noch an der Seite zwei spannende Videos für euch verlinken. Impulse und Ratschläge, die ihr vielleicht fürs nächste Gartenjahr bei euch mit umsetzen könnt. Und sonst wünsche ich euch jetzt eine erholsame und ruhige Zeit jetzt im Winter, Weihnachten und Neujahr. Wir werden uns trotzdem wiedersehen. Ich werde ja weiterhin Videos machen. Hier bei mir gibt es keine Winter- oder Neujahrsruhe. Immer wird irgendwas gemacht.